Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Life of the Woods hier bei Explorer LP. Wir zocken Minecraft. Und ich liebe dieses Spiel. Ich kann es gar nicht. Ich kann es 100 Mal sagen. Es ist toll. Es ist einfach nur schön. Wir müssen mal einen Kammerjäger bestellen. Ja, wir sind immer noch beim Häusle bauen. Beziehungsweise sind ja jetzt die letzten zwei, drei Folgen haben wir mal richtig Gas gegeben. Also nach dem kleinen Malheur mit der Decke, die wir dann neu machen mussten, läuft's doch jetzt. Ich würde in der Folge jetzt gerne zumindest schon mal hier vorne noch die Stufe dran machen. Ich wollte ja so eine Art Sims hier haben. Zap, tap, tap, taps. Und dann wollte ich mir ein bisschen Gedanken machen über die Raumaufteilung, wie wir das am besten handhaben. Also hier soll die Küche hinkommen. Wir brauchen natürlich einen großen Lagerraum. Obwohl, der täte sich ja dann hier anbieten, ne? So. Hier die Küche. So eine Art Schlafraum. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir mit Platz auskommen nachher. Jetzt bauen wir erstmal die Treppen. Die werden auch nochmal teuer, ne? Das sind keine Treppen. Das sind Treppen. 16. 16 ist ein bisschen. Ja, komm. 16 Treppen. Was soll der Geiz? Ja, mal sehen, ob wir die jetzt hier von draußen dran klatschen können. Ja, ich denke schon. Ja, sollte gehen. Was? Warum? Explorer am Rande des Wahnsinns. Ich glaube, dann probiere ich von oben. Ich hoffe, das geht. Ist die jetzt dran? Nee, ne, ist schon wieder nicht, oder? Oh. Warum? Ich hasse das. Das ist wirklich das, was mich bei den Dingern, deswegen ich anfangs gesagt habe, Carpenters Blöcke bauen, ich als Anfänger, ich habe tierisch Respekt davor. Setz den. Warum setzt er den nicht? Warum? Na komm, bevor wir uns jetzt den Hammer hier kaputt machen, probieren wir es mal anders. Wir haben noch Erde dabei. Vielleicht geht das. Mittig setzen, ne? Oder? Oder hängt das damit zusammen, weil da der... Nein! Der erste Block dran ist. Das könnte natürlich sein. Das heißt... setzen also hier jetzt die Treppen. Was ist das? Ah, hier kommt noch ein Block dran, okay. So. Dann muss ich doch jetzt 100 Mal draufkloppen, bis er die... Nee, der macht das nicht, ne? Sieht nicht so aus. Setz die Treppe.
Treppe bitte dran, bitte. Nein. So. Vielleicht von oben kloppen. Ich habe die ganze Zeit jetzt immer von unten versucht. Ja. Das ist der Trick. Jetzt sehe ich natürlich nichts. Sitzt der dran? Natürlich nicht. Oh, der gute Gronkh hat schon recht. An so Kleinigkeiten sitzt du länger dran. Ich denke, das ist jetzt richtig. Machen wir erstmal hier. 2, 3, nee, 1, so, ne? Ah, da war er. Oh, ich will mir keinen neuen haben, aber wir haben bald kein Metall mehr. Spiel. Ich weiß es. Ich werde hier wahnsinnig, wahnsinnig. Der ist gut. Der ist scheiße. Der ist scheiße. Der ist scheiße. Ist natürlich ätzend, dass du das von oben nicht siehst. Das ist gut. Das müssen wir jetzt okay. So. Gut, der passt. Der passt auch. Der passt auch. So. Der passt nicht. Der passt. Hier wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Kann man hier Erde draufsetzen? Bitte. Ja, aber da kommen wir nicht mehr hoch. Kann man hier Erde draufsetzen? Nein. Dann machen wir erstmal rechts. Oh je. Ja. Hm.
So. Mach mich jetzt hier nicht schwach. Danke. Danke. Hierhin. Explorer. Nimm Erde. Warum? Muss ich das vielleicht oberhalb? Ja, das ist der Trick. Gut, dann gehen wir mal in pennen. Gute Nacht. Fast geschafft. Ich gebe jetzt nicht auf. Ich gebe jetzt nicht auf. So. Ja. 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 Obwohl, wir können uns doch jetzt... Warte mal. Ja. Genau, das wollte ich eigentlich. Aber ich glaube, meine Tastatur ist ein bisschen zu sensibel. Ups. Okay. Ja. Ich hoffe zumindest, ja. Das sieht aber so aus, ne? Yippie-yay, Schweinebacke. Geht doch. Ist die halbe Folge schon um. Nur dafür. Gut, aus welchem Holz wir die noch machen? Noch keine Ahnung. Vielleicht was Helles? Oben wird auf jeden Fall auch wieder dieses normale Oakwood kommen. Hier werden wir natürlich, wenn wir denn mal irgendwann Zeit, Lust und Muße haben, Carpenters Blöcke nehmen. Und dann vielleicht auch ein bisschen Gravel. Mal sehen, was wir noch an Steinen finden. Alle kenne ich ja auch nicht. Vielleicht finden wir irgendwas Extravagantes, wenn du weißt, was ich meine. Gut, prima. Haben wir das auch schon. Das heißt, die kann da rein. Carpenters Blocks können theoretisch... Ne, wir wollen ja oben noch die Zwischenwände setzen. Die Slabs können erstmal rein. So haben wir jetzt weniger Erde als vorher. Egal. Ich frag gar nicht. Also ich frag nicht. Ja. Was wollte ich jetzt machen? Genau, wir wollten jetzt oben mal gucken, ob wir raumtrennungstechnisch da... Also hier soll Lager rein. Hier soll ungefähr die Küche. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt schon Glas hätten, dass wir da ein bisschen sehen, wie es aussieht nachher. Aber ich würde sagen hier, ne? Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie viel wir für die Küche an Lagerraum brauchen. Wir brauchen ja eine Seite für Öfen. Ich würde sagen hier, ne? So bestimmt. Ja, das macht er jetzt natürlich nicht. Da müssen wir hier bestimmt auch wieder mit den Treppen arbeiten. Ich will nicht. Okay.
ein paar mehr. So. Nehmen wir erstmal die. Warte, 3, 6, ne, wir brauchen noch eine. So. Wir haben gesagt, ungefähr hier. Geht das jetzt so, wie ich mir das vorstelle? So stelle ich es mir nicht vor. So stelle ich es mir nicht vor. Wie muss ich hier setzen, damit die direkt sitzt? Ich denke doch nur. Ja, kloppen wir mal rum. Mich ärgern. Ich kraft das System nicht. Ja, das ist das. Kann man so lassen, oder? Ja, das kann man so lassen. Wir können jetzt mal gucken, ob wir dann Oakwood jetzt davor setzen können. Also nur so ein Carpenter. Ja, lassen wir so. Okay. Wunderbar. Ich hätte mir ein bisschen einfacher mit den Dingern vorgestellt, aber wie gesagt, da machen wir den Eingang noch ein bisschen breiter. Und setzen jetzt hier hoffentlich fachgerecht. Jetzt dreh das Ding. Dreh das Ding in die andere Richtung. Ja, aber wieso setzt er das? So, ne? Das ist auch falsch. Geht das nicht? So geht nicht. Wir können. Warum geht das nicht? Da geht er nach da. Hier. So. So. Nee. 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 Was? Jetzt müssten wir nur noch drehen, ne? Geht das? Oh, wieso? Gibt es da noch andere Treppen? Ich will das nicht so. Carpenter. Carpenter Stairs. Carpenter Block. Also wenn es sowas gibt, spiegelverkehrt, ich sehe es nicht. Carpenter Barriere. Oder, warte mal. Wo ist er? Da ist er. Sag mal, hier eventuell geht das.
Ohne Wood Planks, ja. Dann haben wir hier. Geht das? Da haben wir hier eine Ecke, ne? So können wir da jetzt. Na gut, das geht. Da haben wir natürlich ein bisschen Platzverlust, ne? Jetzt will ich noch was anderes probieren. Verstehst du das jetzt? Also brauchen wir gar keine Treppen eigentlich, sondern können so tricksen. Sehe ich das richtig? Hier brauchen wir die Treppen, das ist klar. Schon wieder düster. Das hätte gerade, hätten wir wahrscheinlich von der anderen Seite dran gemusst, ne? Das hier? Nee. So. Jetzt von der Seite hier unten, oder? Jetzt hat der, wieso macht er das? Vielleicht von oben anfangen. Ja, warum einfach, wenn es auch schwer geht? Hier drunter unter dem Lagerraum ist eigentlich auch der Deko-Craft-Raum, ne? Vielleicht könnte man dann auch hier direkt schon eine Leiter runter machen. Ja. Warum will er den jetzt hier nicht draufsetzen? Explorer, du kannst mich mal. Ich mach lange nicht das, was du willst. Machst du doch, siehst du? So. Und so. Okay, Lagerraum. Küche. Okay. Oh, ich habe gerade gedacht, ja, ich habe auch Hunger in Real Life. Ich denke gerade, oh, peinlich. Nein, das war nur Ingame. So. Gut, also hier Küche. Hier kommen die Lager hin. Hier können wir Öfen hinsetzen. Plus was wir sonst noch brauchen. Ich weiß nicht, was es da noch alles gibt.
Ja, machen wir so. Ich hoffe, das haut hin. Oh, wir sind schon wieder bei 25 Minuten Kinder. Es tut mir leid, aber das ist hier. Die Zeit geht wie im Flug vorbei in dem Spiel. Das ist Wahnsinn. Ja, wir sind wieder ein kleines Stückchen weiter. Und holztechnisch. Ah, sind wir noch gut im Rennen. Da brauche ich mir gar nichts vormachen. Da brauchen wir kein Holz kloppen. Da haben wir jetzt erstmal Ruhe. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und dir da draußen wünsche ich jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst, und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.